Mein Leben ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin eher schüchtern und gehe gern zur Schule. Nachmittags unternehme ich etwas mit meiner Freundin, Lena, oder gehe zum Schwimmtraining. Das hier ist mein Lieblingscafé. Hier habe ich Alex kennengelernt. Es geht um die Liebe, um die Liebe. Um die Liebe? Ja. Um was Gott haben Sie schon für die Liebe getan? Das liebe Leben. Was haben Sie aus Liebe schon einer Frau gesagt? Oder? Also richtig verrückt ist das ja nicht, wenn man zu Hause alles stehen und liegen lässt und in eine andere Stadt fährt mit einem Taxi oder so. Für die Liebe aufgegeben? Meine Freiheit. Ich habe nämlich zwei Kinder. Also ich bin damals mit meiner Freundin in den Harz gefahren und da habe ich alles aufgebaut, so Kerzenlichter und habe ihr da einen Heiratsantrag gemacht. Das ist langweilig. Dann schreibe ich Lena mal eine SMS. Hey Lena, kennst du noch den Typen aus dem Café? Haben mich mit ihm geküsst. Oh, das ging aber schnell. Sie hat zurückgeschrieben. Und sie will wissen, wie es war. Es war so schön. Ich habe mich so in ihn verliebt. Was hat sie ihm geschrieben? Ich freue mich für dich. Lass uns in den Ferien auch mal etwas zusammen machen. Ach, da habe ich ja gar keine Zeit. Mit dir treffen? Nee, lass mal. Das lösche ich wieder. Alex ist mir wichtiger. Also das grobe Alter, es sind Mädchen betroffen von Loverboys, das fängt an mit 16, 17, ist aber auch noch zu merken bei jungen Frauen, die sogar bis 25 Jahre alt sind. Und die Zielgruppe der Loverboys sind ganz oft Mädchen, die unsicher sind, also Mädchen, die zu Hause vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, wie sie wollen oder die auch manchmal gibt es ja so, dass in Schulen oder auch in anderen Bereichen Mädchen das Gefühl haben, sie müssen auch irgendwann mal einen Freund vorweisen und keinen finden. Und dann ist es manchmal über Internet, dass sie dann dazu kommen, dass sie jemanden kennenlernen und dass sie im Prinzip so ein Bedürfnis haben, jemanden kennenzulernen. Das ist so eine Zielgruppe von Loverboys. Und die Loverboys merken das eigentlich relativ gut. Ne? Die haben ein ganz gutes Gespür dafür, die wissen ganz gut, ah, das sind so Mädchen, die kann ich mal ansprechen und die sind dann sicherlich interessiert. Sie haben in dem Moment, wo sie den Loverboy in die Arme fallen, vielleicht ein Problem. Das kann schulisch sein, das kann zu Hause bei den Eltern sein, aber es gibt keine Kategorie, wo man die Mädchen einsortieren kann. Also wir haben Ärzte, wo die betroffenen jungen Frauen Opfer geworden sind. Wir haben aber auch die ganz normale Hausfrau und wo der Vater als berufstätiger Handwerker tätig ist. Also von daher, da gibt es kein Schema. Das sind oft auch Mädchen, die eigentlich noch nie jemanden hatten, der nur für sie da war. So der nur gesagt hat, du bist mein Ein und Alles, du bist mir ganz, ganz wichtig. Das ist so ein typisches Merkmal auch. Hey Mädels, was geht? Ey, du hattest doch Geburtstag, endlich 18. Endlich volljährig. Na, hat Alex dir was Schönes geschenkt? Ja, klaro. Guck mal hier. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Zeig mal her. Ich kann euch zeigen, was wir in den Ferien Schönes gemacht haben. Wir waren im Kino. Er hat für mich Italienisch gekocht. Ein Geheimrezept von seiner Mutter. Und er ist so ein Romantiker. Wo war das denn? Er hat mich auf ein romantisches Wochenende am Steinhuder Meer überrascht. Und das hier, das war unser Hotel. Das sieht aber edel aus. Das hier, das ist unser Boot, mit dem wir dort gefahren sind.
Ach, und das habe ich fast vergessen. Dieses Auto hier hat er extra für uns gemietet. War bestimmt teuer, oder? Ja, das dachte ich auch. Aber für ihn war das anscheinend gar kein Problem. Alex wusste doch sogar, dass ich schon immer einen Hund haben wollte. Und er hat mir diesen Wunsch erfüllt. Als wir zurückgekommen sind, ist Alex mit mir shoppen gegangen. Und das Highlight des Tages war diese Kette hier. Da ist ein Foto von ihm drin. Zum Schluss sind wir noch ein Wochenende nach Paris gefahren. Die Stadt der Liebe. Es war wunderschön. Mann, dein Alex muss ja echt viel Geld haben. Wenn du jetzt dein neues Handy hast, kannst du mir auch deine Nummer geben, dann können wir telefonieren. Den Loverboys zu erkennen, das ist ziemlich schwierig. Das kann man nicht so ohne weiteres, weil sie sind wirklich am Anfang ganz, ganz freundlich und sie versprechen ganz viel und sagen, Mensch, wir können uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen oder gehen aus, also geben am Anfang die Mädchen auch Geld, sodass sie gemeinsame Aktionen machen. Von daher kann man nicht sagen, jemand, der freundlich ist, ist gleichzeitig ein Loverboy. Man sieht ja das Verliebtsein des jungen Mädchen, das sieht man ihr an. Ist aber auch schön im ersten Moment. Bloß wenn dann nachher sich die Personen verändern, die jungen Frauen verändern, sprich die Kontakte zu den sozialen Netzwerken abbrechen, Freunde gegen die Familie auch wettern, ja, dann kann es da schon einen Verdacht geben. Und dann sollte man schon als Bekannte, Freunde, Familienangehöriger schon irgendwo ein wachsames Auge haben. Und das würde vielleicht auch der Loverboy dann so sein, der ja, wie wir eben wissen, von vielen Dingen dem Mädchen vorschwärmt, von der gemeinsamen Zukunft erzählt, ja, vielleicht sogar bis hin zur Eheschließung, das erste Mal für das Mädchen erkennbar Liebe signalisiert. Da ist vielleicht auch ein bisschen Liebe sogar im Spiel, Emotionen auf Seiten des Mädchens. Da werden materielle Werte in den Vordergrund gestellt. Der Urlaub, der irgendwann mal gemeinsam gemacht werden kann. Das Auto, das man sich gemeinsam leisten kann. Die Wohnung, die man bezieht. Die Möbel, die man kaufen kann. Also alles das, was eben auch spannend sein kann, was den Reiz auslösen kann. Das ist dann auch schon, was wir vielleicht so unter List verstehen können. Hi Lena, ich bin's, Jasmin. Ich weiß, es tut mir auch leid, dass ich mich länger nicht bei dir gemeldet habe. Nein, es tut mir wirklich leid. Wirklich, wirklich leid. Naja, hast du kurz Zeit zum Reden? Okay, danke. Ich brauche wen zum Reden. Bin zurzeit etwas sehr verunsichert. Alex und ich hatten unser erstes Mal. Nein, ich dachte auch, es wäre schlimm. Aber es war total schön. Ich bin so verliebt in ihn. Wir wollen sogar zusammenziehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, er kann mir alles bieten, was ich brauche. Er liebt mich genauso sehr wie ich ihn. Und er hat sogar Andeutung gemacht, dass er mir einen Heiratsantrag machen will. Oh, ich bin so aufgeregt. Und außerdem wollte ich schon sowieso länger von meinen Eltern weg. Ich streite mich sowieso ständig mit ihnen, wegen Alex. Er meint, es kann ruhig bis zu 800 Euro Miete kosten. Naja, ich finde es jetzt nicht so teuer, wie du es sagst. Ich weiß nicht, wie viel er verdient. Nein, ich weiß auch nicht genau, was er alles arbeitet. Wieso? Wieso soll das komisch sein? Ich meine, er hat auch ein schickes Auto, ein sehr schickes Auto. Und das kann er natürlich finanzieren. Nein, nicht mein Alex. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er keine krummen Geschäfte am Laufen hat. Das ist doch unmöglich. Weißt du was? Tut mir leid, dass ich dich angerufen habe. Komme ich demnächst halt nicht mehr zu dir an. Tolle Freundin bist du. Ciao. Also viel Liebe habe ich aufgegeben, meine Schule abgebrochen und Stadt verlassen. Naja, richtig viel habe ich nicht aufgegeben, aber ich habe zweimal den Wohnort gewechselt. Ja, das ist ja nicht verrückt. Das ist also, wenn man Sachen aufgibt, ist das ja normal, das für die Liebe zu tun. Liebes Tagebuch. Gestern habe ich ein Date mit einem Freund von Alex gehabt, weil er von seiner Freundin verlassen wurde. Er hatte keinen Bock, alleine auf einer Party aufzutauchen, deswegen hat Alex mich gefragt, ob ich seinen Kumpel begleiten will. Der Freund von Alex hat uns dafür auch Geld gegeben. Eigentlich würde ich so etwas nie machen, aber ich liebe Alex und er hat mich darum gebeten. Es kommt auch genau richtig, weil Alex Schulden hat. Ich muss ihm doch helfen, er hat auch schon so viel für mich getan.
Auf der Party waren lauter reiche und gut aussehende Leute. Es gab leckeres Essen und gute Cocktails. Ich hatte ein sehr schickes Kleid an und meine Haare waren vom Friseur zurechtgemacht. Das alles hat Daniel auch noch bezahlt. Er sagte mir andauernd, dass ich die Schönste sei. Er ist mir sehr nahe gekommen. Aber da ich schon ziemlich angetrunken war, ist mir nicht bewusst gewesen, wie nah eigentlich. Er flüsterte mir ins Ohr, wir sollten realistisch wirken. Daraufhin hat er mich vor allen Leuten geküsst. Liebes Tagebuch, wie soll ich das Alex nur sagen? Hey Schatz, Daniel hat mich angerufen. Wir haben darüber geredet, wie es gestern Abend war. Du hast es echt super gemacht. Ich bin stolz auf dich. War das nicht mal leichtes, verdientes Geld? Das kannst du gut. Ich glaube, wir sollten das mal öfter machen. Wenn die Mädchen aufgefordert werden, mit den Freunden der Loverboys zu schlafen, Geschlechtsverkehr zu haben, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Freund ein Mädchen rät, mit seinen Freunden zu schlafen. Von daher, das sind so die ersten Anzeichen, wie man da reingeraten kann und wie man auch einen Loverboy aus Sicht der Betroffenen erkennen kann. Ich finde ganz spannend, dass der Gesetzgeber bei uns in Deutschland eine sogenannte Altersschutzgrenze eingeführt hat. Also er sagt, wenn jemand einen Mädchen, das noch nicht 21 Jahre alt ist, in die Prostitution bringt, dann ist er schon Menschenhändler. Da muss er gar nicht viel tun. Er muss dem Mädchen praktisch nur sagen, ich habe eine Idee, du kannst in der Prostitution Geld verdienen. Und ich kenne auch ein Bordell, wo ich dich hinbringen kann. Wenn du willst, dann kann das so sein. Und wenn das Mädchen sich unter diesen Voraussetzungen dazu entscheidet, dann ist das völlig egal, ob sie das freiwillig macht oder dann vielleicht auch noch ein bisschen gedrängt wird. Derjenige, der dieses Mädchen überredet hat, die noch nicht 21 Jahre alt ist, der macht sich schon strafbar. Das sind eigentlich nicht so welche, die so eine körperliche Gewalt ausüben. Das ist eher nur so eine psychische Gewalt. Und deshalb ist es schwierig, wenn Mädchen erstmal drin sind, dass sie dann auch wieder raus können. Weil dann gibt es ja, wenn du das nicht tust, dann liebe ich dich nicht mehr. Wenn du das nicht tust, dann können wir nicht mehr irgendwie unseren Plan, also können nicht mehr wegfahren oder dieses und jenes. Hey Schatz, ich muss mal mit dir reden. Was ist denn los? Ja, wir haben finanziell ein paar Probleme. Wie meinst du das? Ja, mir wurde mein Gehalt gekürzt und ich bekomme so gerade mal 60% der Kosten bezahlt. Und was habe ich jetzt damit zu tun? Wir können doch in eine kleinere Wohnung ziehen. Hauptsache wir beide sind zusammen, oder? Ja, schon. Nur mir ist es wichtig, diese Wohnung zu halten, weil ich dir was bieten möchte. Später müssen wir in eine größere Wohnung. Wie ist das schon wieder gemeint? Weißt du, ich habe mich entschieden, dass ich eine Familie mit dir gründen möchte. Aber das nur unter besseren Verhältnissen. Ja, das möchte ich doch auch. Aber wie kann ich dir finanziell dazu beitragen? Naja, wie wäre es denn, also wenn du nochmal mit jemandem unter Bezahlung ausgehst? Naja, also ich finde es irgendwie nicht richtig, weil er halt mehr wollte. Schatz, hör mal zu. Ich finde es wirklich nicht schlimm, wenn du sowas machst. Ich weiß ja, du liebst nur mich. Außerdem wäre das die beste Methode, um an genug Geld zu kommen. Ja, nur... Schau mal. Am Samstag ist eine Party beim Steintor und da sind viele Freunde von mir und ich hatte noch gar nicht die Gelegenheit, meine hübsche Freundin zu präsentieren und mit ihr anzugeben. Meinen Freunden wirst du da auf jeden Fall gefallen. Wie meinst du das? Wie findest du es denn, mit meinen Freunden und Bekannten gegen Bezahlung aufs Zimmer zu gehen? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Naja, schon irgendwie. Meine Freundin von mir ist in einer ähnlichen Situation und ihr scheint es zu gefallen, so leicht Geld zu verdienen. Und wie gesagt, mir macht es nichts aus und du kannst schließlich jederzeit damit aufhören. Denk dran, du tust damit etwas für unsere Zukunft. Obwohl das Geld sehr verlockend klingt, kenne ich die Leute doch gar nicht. Gibt es denn wirklich gar keine andere Möglichkeit? Naja, in deinem Alter wird man nie so viel Geld verdienen. Bei dem tollen Aussehen kannst du locker bis zu 4.000 Euro im Monat verdienen. Und wir brauchen das Geld, sonst verlieren wir die Wohnung. Okay, ich werde es mir überlegen. Tu das. Du weißt doch, wie stark ich für dich empfinde. Und du würdest mich damit sehr glücklich machen. Prostitution in Deutschland ist nicht verboten. Jeder darf hier in der Prostitution arbeiten. Und wer das gemacht hat und dann trotzdem in irgendwelche Not gerät, der muss eben keine Bedenken haben, zur Polizei zu kommen. Dort wird ihm, ihr nichts passieren. Wir sind vielmehr daran interessiert, festzustellen, ob es irgendjemanden gegeben hat, der sie in diese Situation gebracht hat, der sie ausgenutzt und ausgebeutet hat. Darum geht es uns. Ja, wir versuchen natürlich ganz niederschwellig ein Angebot zu entwickeln. Das heißt, zu den jungen Frauen, aber auch zu den Eltern. Weil die Eltern, die wir treffen,
die sind natürlich so verstört und haben keinen klaren Gedanken, dass die es manchmal gar nicht schaffen, entweder zur Polizei zu gehen oder auch eine professionelle Beratungsstelle aufzusuchen. Wir helfen dem Mädchen, indem wir erstmal mit ihnen reden, gucken, was wollen sie eigentlich, wie ist ihre Situation, wollen sie da raus? Weil wenn jemand nicht aus einer bestimmten Situation raus will, dann können wir ihr auch nicht helfen. Aber wenn sie dann auch raus will oder wenn sie Zeit brauchen, bieten wir Gespräche an, damit ihr klar wird, was er eigentlich will. Und sonst können wir dann auch Schritte machen, mit zur Polizei gehen, einen sicheren Unterkunft finden, falls sie bedroht ist, gegebenenfalls mit den Eltern sprechen, falls das Mädchen das will. Also für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir das tun, was die junge Frau oder das Mädchen halt will. Also wir bestimmen nicht über ihren Kopf hinweg. Ja, das sind natürlich so Sachen, wenn die Eltern es merken, und dann eben die Vorwürfe zur Tagesordnung machen, immer wieder gegen den neuen Freund wettern, dann sind eben ja, ganz klar die Möglichkeiten eines Loverboys sehr, sehr groß, eben auch die jungen Frauen ganz schnell gegen die Eltern zu stellen und zu sagen, guck dir deine Eltern an, die reden schlecht gegen meine Persönlichkeit, obwohl ich lieb dich ja. Ja, ich zeig dir den ganzen Tag meine Liebe und deine Eltern hassen mich. Ich finde es ganz wichtig, dass Mädchen auch zu sich selber Vertrauen finden. Das heißt, dass sie gucken, was will ich eigentlich? Also was will ich auch mit meiner Sexualität? Was will ich mit Freunden? Dass sie selber für sich mehr klarkriegen und auch gucken, wo sage ich eigentlich Stopp? Also wie weit gehe ich? Setze ich tatsächlich eine Grenze? Der Schutz ist allerdings immer für jede Mädchen, junge Frau zu gucken, sich Zeit zu lassen und jemanden wirklich erst kennenzulernen und auch nicht, wenn sie merken, da ist irgendwie, läuft was schief, sich meinetwegen an die Eltern zu wenden oder wenn das nicht geht, weil man sich das nicht traut, dann an Beratungsstellen zu gehen und sagen, hier, ich habe da jemanden kennengelernt, kann es aber gar nicht richtig einschätzen. Heute Morgen musste ich eine Ewigkeit duschen, bevor ich mich sauber gefühlt habe. Ich frage mich, verdammt nochmal, was habe ich gestern getan? War ich das wirklich? Ich wollte das doch eigentlich gar nicht. Ich fühle mich so ausgenutzt, eklig, missbraucht und verarscht. Aber Alex liebt mich doch. Können wir nicht eine andere Lösung finden, als dass ich mit fremden Männern schlafen muss, um Geld zu verdienen? Ich bin so verzweifelt. Ich will Alex einen Gefallen tun. Ich muss es einfach für ihn aushalten, damit wir ein neues Leben beginnen können. In dieser kurzen Zeit so viel Geld zu verdienen, kann man auch nicht überall. Eigentlich ist Alex' Idee gar nicht so schlecht. 6 Monate vergehen auch im Flug. Und dann gibt es nur noch ihn und mich. Ich will endlich ein normales Leben, wie alle anderen. Ich will einfach nur neu anfangen. Aber wie kriege ich das hin? Ist Alex eigentlich der richtige Junge? Er hat mich auf die Party geschickt. Ich brauche gerade jemanden und keiner ist für mich da, außer Alex eben. Ich will doch eigentlich nicht mit fremden Männern schlafen, die ich nicht liebe. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich habe doch auch meinen Stolz. Ich bin so durcheinander. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilf mir doch jemand. Ich liebe ihn doch so sehr. Was passiert, wenn meine Freunde oder Eltern das herausbekommen? Verdammte Scheiße, Freunde habe ich auch nicht mehr. Wenn das alte Freunde oder meine Eltern hören, was ich getan habe, sind sie sehr von mir enttäuscht. Andererseits ist Alex doch zu großzügig. Wenn ich darüber nachdenke, dass er mir wirklich alles gekauft hat, denke ich mir auch, hey Jasmin, Alex liebt dich doch über alles. Du bist doch seine Nummer 1. Das hat er doch so bewiesen und so oft gezeigt. Alleine gelassen hat er mich auch nicht. Noch nicht. Und er steht doch zu mir. Er will doch nur das Beste für mich, für uns, damit wir bald eine tolle Zukunft haben. Aber damit das geschieht, muss ich um unsere Beziehung kämpfen. Ich muss Geld beschaffen. Alex, wenn ich dich so sehr liebe, sollte ich dann alles für dich tun? Wir haben noch Zukunftspläne. Doch bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ich habe damals meine Familie aufgegeben. Und ich sozusagen mein Leben, weil ich bin jetzt 5 Jahre mit meinem Freund zusammen.
und darf eigentlich gar nichts machen. Das heißt, nicht feiern gehen, nicht abends bis um 3 Uhr nachts draußen bleiben, sowas halt. Ich würde sagen, das Verrückteste, was ich je für die Liebe getan habe, war in ein Boot zu steigen, von dem ich wusste, dass es untergehen wird. Ja, würde ich nicht machen. Die Familie aufgeben für irgendwie einen Freund.